Homeworld ist schon ziemlich alt, doch jetzt kommt mit Homeworld 3 endlich der nächste Teil der Serie. Und ob er so toll ist, wie alle behaupten, das sehen wir jetzt. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play von Homeworld 3. Schön, dass ihr da seid. Wir gucken heute einmal in das Spiel rein, was ja mich auf jeden Fall schon sehr, sehr lange begeistert. Und auch was ich mich schon sehr lange freue, weil es ist Strategie. Ich mag ja Strategiespiele. Es ist Space. Ich mag Space-Spiele. Und es ist Homeworld. Und ich mag Homeworld. Jetzt ist Homeworld 3 da. Beziehungsweise, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt, noch nicht ganz da. Und wir dürfen reingucken. Das freut mich persönlich sehr. Für alle Leute noch kurz vorneweg, das hier ist die Preview-Version, die wir hier spielen. Das heißt, es gibt noch ein paar Bugs und sowas, die noch nicht drin sind. Das ist nicht die Full-Release-Version, die wir hier spielen, sondern die Test-Version, die wir quasi im Vorhinein bekommen haben. Die spiele ich jetzt seit einer Woche ungefähr schon mal, um reinzugucken. Und also es kann sein, dass es hier mal ein paar kleine Abstürze gibt oder Fehler oder sowas. Das liegt nicht am Zustand des Spiels, sondern daran, dass es die Preview-Version ist. Aber ansonsten ist sie schon relativ vollständig. Wir werden heute in den Anfang der Kampagne reingucken, weil für mich ist Homeworld vor allem spannend, weil es eine sehr, sehr schöne Singleplayer-Kampagne hat. Und den War-Mode, den kennt ihr wahrscheinlich schon von der Beta, die ihr vielleicht schon gespielt habt. Deswegen gucken wir mal in die Story rein. Und vielleicht machen wir nachher noch einen kleinen Skirmish. Wir gucken einfach mal, ne? Für alle Leute, die keine Ahnung haben, was Homeworld ist. Homeworld ist eine etwas ältere Space-Sci-Fi-Strategieserie, die vor allem dafür bekannt ist, dass sie nicht wie viele andere Strategiespiele Weltraum auf einer 2D-Ebene berechnet, ne? Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Warhammer oder andere, ne? So Strategiespiele, die im Weltraum stattfinden. Da ist es ja meistens so, dass du eine 2D-Ebene hast, auf der du die Einheiten bewegst. In Homeworld ist es so, dass das Ganze im 3D-Space behandelt wird, was auf jeden Fall ziemlich abgefahren ist, aber auch relativ komplex ist. Und es ist auch dafür bekannt, dass es eine relativ interessante Story hat. Und da werden wir jetzt reingucken. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit nicht einem ganz schlimmen Tutorial, was wirklich sehr, sehr lange dauert, aber dafür auch sehr gründlich ist, sondern mit der ersten richtigen Mission sozusagen, die aber eigentlich auch nur so ein kleines Steuerungstutorial ist und ein bisschen für Staunen sorgen soll. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Spiel und lassen einfach mal die erste Zwischensequenz durchlaufen. Clearing launch enabled. Cautiously. I will be bound into the Carcassonne.
merged with the ship in both body and mind. Will I even still be me after the procedure? I don't know. My boards match. I concur. Launch enabled. Power is internal. There is no more time for training. No more time for preparation. We've been ordered to launch. My entire life has been study, analysis, planning. Today, the galaxy is burning. My name is Imogen Sajet. I am Fleet Command. Schön, einfach schön. Man muss nicht viel über die ersten beiden Teile wissen, um das Spiel, finde ich, auch genießen zu können. Aber wenn man die ersten beiden Teile gespielt hat und sich zumindest die Story-Zusammenfassung angeguckt hat, dann entdeckt man viel Anspielungen, viel Anlehnungen, denn der dritte Teil ist ein direkter Nachfolger von Teil 2 und führt quasi die Ereignisse von Teil 2 fort. Also es macht Sinn, sich da vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung anzugucken oder die Spiele selbst zu spielen, zum Beispiel im fantastischen Remake von Gearbox. So. The Karkushan is on station. Fleet control systems loadout commencing now. Sensors. Control. Objectives. Resource. Das ist alles noch natürlich so ein bisschen, ne, die Tutorial, den Tutorial-Bereich, sag ich mal. Aber ich finde, es sieht jetzt schon unfassbar gut aus. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen gespielt und es ist einfach ein unfassbar schönes Spiel, vor allem, wenn man auf Raumschiffe steht. Would be better in two, Command. Are we mission capable? Sorry, Intel, but I've got reds and resourcing systems right now. There's nothing to check flow with. We need to harvest something, anything. How is that just coming up now? I'm doing what I can with what we've got. I don't even have a full construction bay yet. Understood. Igaran Command, this is the Karkushan. Initiating comms. Link Beta Beta Iota 2-0. Acknowledged. Comms locked. Gamma Beta Omega 2-4. Proceed. Secure comms established. Kushan proceeding to research storage area Alpha. So, wir lernen jetzt hier nochmal wirklich so ein paar Grundlagen, ne, wie man das die Flotte bewegt, beziehungsweise das Mutterschiff und so. Das ist alles noch ein bisschen basic. I will monitor sensor data and manage all mission objectives. Move the mothership into the designated area to begin testing. Ja, weiß ich doch, weiß ich doch. Was bei Homeworld immer zumindest viele Leute abgeschreckt hat, war die Steuerung, weil natürlich, wenn man so Raumschiffe in so einem dreidimensionalen Raum bewegen muss, ist das meistens wahnsinnig nervig. Ich muss sagen, jetzt für den dritten Teil haben sie sich was Fantastisches einfallen lassen, dass man eben so kontextbasierte Bewegung hat. Ne? Zum Beispiel, ich habe jetzt hier das Raumschiff ausgewählt und das Ziel befindet sich einfach direkt vor mir und normalerweise müsste man hier irgendwo ins Nichts drücken, dann versuchen, da sich irgendwie anzunähern, das würde nicht funktionieren. Aber ich kann einfach hier mit rechter Maustaste auf das Ziel drücken und man fliegt dann da tatsächlich hin. Das gilt auch für alle anderen Sachen, beispielsweise wenn man sich in einer Trümmer verstecken möchte, kann man einfach auf das Trümmerteil klicken und dann fliegt die automatisch dahinter, das Mutterschiff. Das ist hervorragend. Confirmed. Positional tracking verified. Es gibt auch noch ein, das ist nicht das Haupttutorial sozusagen, es gibt noch ein sehr viel ausführlicheres Tutorial, was ihr am Anfang machen könnt, das auch hervorragend funktioniert und die Steuerung einem wirklich sehr, sehr gut beibringt. Also, das kann ich sehr empfehlen. Karkushan, this is Resource Controller Alpha 12. RCA 12, Karkushan. Transfer confirmed. Good to have you. So, dann gehen wir hier mal Ressourcen abbauen. Natürlich ist, ne, wenn ihr, wie gesagt, Homeworld nicht kennt, das Spiel ist ein klassisches Echtzeitstrategiespiel. Das heißt, man baut Ressourcen ab mit diesen kleinen Resource-Controllern, die man hat. Ressourcen sind immer hier diese orangenen Pips sozusagen, die man auf dem HUD sieht. Das kann immer abgebaut werden. Die werden dann zum Mutterschiff gebracht und das Mutterschiff kann dann daraus Sachen bauen. Super classic, ne? Es gibt allerdings nur eine Ressource, das ist quasi Geld. Und aus allem macht man mehr oder weniger Geld. Es gibt noch so ein paar Spezialsachen, wo man besondere Upgrades und sowas bekommt, aber in der Regel
ist die einzige Ressource hier oben, diese Credits. Waiting on a soul from Higaran Command. You'll be second to know. Channel open. Stand by. So, wir sammeln gerade ein paar Rohstoffe, das ist gerade das Missionsziel. So. Copy engineering. I have code agents in your system. There's some sort of back pressure pre-storage. Wait, I got it. Thanks, Command. Was ich euch noch zeigen kann, ist hier dieser, das ist auch recht, relativ besonders für Homeworld 3, das ist dieser Sensormodus. Hier sieht man quasi, diese blaue Bubble ist sozusagen all der Bereich, den ich mit meinem Mutterschiff abdecken kann, wo ich überhaupt Gegner erfassen kann. Und je mehr Schiffe man hat, desto größer wird er natürlich. So. Drones will conduct simulated. Ich habe jetzt hier oben die ersten Ressourcen eingesammelt, 450. Und ich versuche immer nicht so super viel in die Gespräche reinzureden, das ist nur nicht sonderlich einfach, weil Homeworld 3 oder generell die Homeworld-Serie ist dafür bekannt, dass sie sehr, sehr viel mit Sprache arbeitet, sehr, sehr viel vollvertonte Dialoge anbietet, die halt, wo es vor allem um Gespräche zwischen der Navigatorin, die wir eben gerade gesehen haben, die in diesem Wasserbecken quasi hängt und der eigentlichen Crew des Schiffes sozusagen ist. Und da gibt es immer sehr, sehr viel hier rum. Und das, das finde ich immer sehr, sehr schön, weil es sehr zur Atmosphäre beiträgt. Aber deswegen bleibe ich manchmal ein bisschen ruhiger. Ja, unser Mutterschiff ist natürlich auch bewaffnet. Das ist quasi so ein kleiner Test jetzt hier. Die schießt einfach ein paar Drohnen ab. Und das war's. Was ich hier ein bisschen schade finde, das ist aber später anders. Ich weiß auch nicht, ob es an der Hauptversion liegt. Bei dem Mutterschiff ist es so, die Schüsse werden quasi, glaube ich, nicht hundertprozentig einzeln berechnet. Weil ansonsten ist es bei Homeworld tatsächlich so, jeder Schuss, der abgefeuert wird, wird einzeln berechnet und wird dann geguckt, ob der irgendwo einschlägt. Das ist, glaube ich, beim Mutterschiff jetzt aktuell zumindest noch nicht so. Vielleicht ist es aber auch nur in diesem ersten Missionszone nicht so, damit es ein bisschen spektakulärer aussieht. So, jetzt können wir die ersten Sachen bauen. Wir haben hier oben dieses fantastische Baumenü. Alles wird entweder hier in unserem Mutterschiff oder in den Trägerschiffen produziert. Und aktuell haben wir nur das Mutterschiff. Und jetzt bauen wir als erstes mal 5 Abfangjäger. Aufklärer, Entschuldigung. Erstmal müssen die erforscht werden. Alles, was man erforscht, kann man dann später in Serienproduktion bauen. Und jetzt gerade mache ich die Erforschung sozusagen. Erforschung ist jetzt durch und ich kann 5 Aufklärungsjäger bauen. Auch die sehen fantastisch aus. Da kommt er. Ich finde das Raumschiff-Design so schick, muss ich sagen. Es ist nichts, was man irgendwie vorher schon kennen würde. Es hat immer noch diesen alten Homeworld-Vibe, aber es ist jetzt nicht so zum Beispiel so, was man sagen würde, ach, das ist doch irgendwie 1:1 Star Trek oder so, sondern es hat irgendwie seinen eigenen blockigen Stil, den ich einfach wahnsinnig schick finde. Recon production come. Target drones have been positioned ahead. Engage with the recon fighters. So, wir nehmen die Recon Fighter, das ist in Gruppe 1, und greifen hier die Drohnen an. Was ich ganz geil finde, ich kann einfach Steuerung drücken und hier so einen Box drum ziehen. Das bedeutet einfach jetzt, dass meine Aufklärungsschiffe all die gegnerischen Schiffe in dem Bereich angreifen. Das finde ich ziemlich smart, weil es bedeutet, dass man sehr schnell Feinde auswählen kann und sehr schnell ganze Flotten auf feindliche Bereiche schießen lassen kann. Und das geht einem sehr, sehr schnell in Mark und Blut über mit der Steuerung. Das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Wir folgen einfach mal hier unseren Strike Crafts. Okay, let's see if we can bring our birds home. Dock Strike Craft. Jetzt lernen wir noch, wie man dockt, denn es ist wichtig, man kann quasi, man kann nämlich diese kleinen Jäger, die man quasi hat, das sind quasi die kleinste Gruppe an Raumschiffen, die man so bauen kann, die kann man einfach im Mutterschiff wieder reparieren, wenn man die einmal landen lässt. Dann landen die einmal kurz, fliegen wieder raus und dann sind die repariert. So, jetzt fliegen die hier gleich rein. Flup, 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 flup und wechseln sie. Und normalerweise kommen die dann auch direkt wieder raus, automatisch. All tests complete. Mission accomplished. Higara Karkushan, the mothership is continuing. Karkushan, this is Higara Command Actual.
There's a situational update. Zwischensequenz. Intelligence Officer Paktu. Sir? Consider this briefing to be under the Sunrise on Carrick protocols. There will be no more communication from Ygara, and you are to remain calm silent until mission completion. Acknowledged. We are in the middle of an unfolding crisis. No matter what you may have heard, I assure you, it's worse. The following events occurred simultaneously across multiple major systems. Adjacent to the anomaly region. Sands and sinners. We don't really know what happened to Karen and her fleet. Just that they disappeared and the anomaly stopped spreading. Until now. We believe these events were deliberate attacks. And that they and the anomaly are linked. Hyperspace has been weaponized. Every simulation we've run results in the total collapse of galactic civilization. This must be stopped. First, we need you to access Facility 315, where a prototype production module and supplies are in storage. We have traced the gate power flow to the Noctua 27 system, which appears to be the focus of the anomaly. You will make best speed to the Noctua 27 system. Is that understood? Understood. Until the protocols are lifted, nowhere is safe. Are you certain? Admiral out. Sir. Confirmed, Ygara. Sijinsa, are you sure this is the optimal path? This ship is not ready. I'm not prepared. Imogen, the galaxy is not the laboratory. Karen knew this. And it allowed her to succeed where other Sijets might have failed. I'm not Lady Karen. You must see in yourself what countless others do. My precious granddaughter. Can you get us there? Yes. Generating initial nav equations now. Hyperspace jump protocols initiated. Lowering damping fins. Funneling navigation construct to course. Course, spooling to speed. All hands, prepare for hyperspace jump. On my mark. 3, 2, 1. Mark. Ja, das ikonische Sprungtor von Homeworld 3. Von Homeworld generell. Your vitals are spiking, Command. Are you still mission capable? The jump, it wasn't what I anticipated. But the equation balanced out. You have that right. It was by the numbers. Numbers never lie. Hyperspace complete. Real space coordinates acquired. Operations. So, wir sind angekommen.
in unserem neuen Bereich und wir sollen jetzt ein Produktionsmodul rausholen, denn wir können aktuell noch gar nicht richtig viel bauen mit unserem Schiff. Das wollen wir ändern. Proximity to the unmanned storage facility 315, where we will load our production module. With this module on board, we will be able to conduct unlimited combat operations. We need to recon and establish a secure area of operations. Construct probes and deploy them at these marked locations. So, und das Spiel, darauf müsst ihr euch auf jeden Fall einlassen, wenn ihr Homeworld 3 spielen wollt, ist sehr langsam. Es ist ein Spiel, wo man sehr sanft und sehr nach und nach an alle wichtigen Sachen rangeführt wird. Wir lernen jetzt erstmal, was Drohnen sozusagen sind, beziehungsweise diese Sonden, die erweitern einfach unseren... nein, du bleibst bitte hier. Die erweitern einfach unseren... unseren Radius, unseren Scan-Radius sozusagen. Und da lernen wir jetzt mal, dass die hilfreich sind und so. Und wir können auch am Anfang natürlich noch lange nicht alle wichtigen Einheiten bauen, sondern erstmal nur so ganz kleine Jäger. Und wir lernen dann mit der Zeit erst, wie wir Fregatten bauen und Korvetten, bis man dann wirklich eine richtig schlagkräftige Flotte bei sich hat. Aber was ganz schön ist, man nimmt eigentlich auch in der Kampagne die meisten Einheiten von einer Mission zur nächsten einfach mit. Das ist sehr hilfreich. So, wir sollen jetzt hier ein bisschen aufklären, das machen wir natürlich. Und ich werde direkt mal neue Rohstoff-Leitschiffe holen, damit wir noch ein bisschen mehr schneller Rohstoffe sammeln können. So, jetzt können wir hier auf unsere Scan-Karte klicken und sehen, dass unsere Sonden eigentlich nichts Schlimmes gefunden haben gerade, also ist eigentlich ganz gut. So, man kann natürlich auch Wegpunkte setzen, zum Beispiel jetzt hier. So. Klar. So, ist unser zweites Rohstoffschiff schon fertig? Nein, es kommt gleich. Das zweite. Zack, die werden auch natürlich direkt losgeschickt, um Ressourcen abzubauen. Das habe ich gescannt. Habe ich... Wieso ist die Sonne noch nicht da? Ist sie noch unterwegs? Nee. So, jetzt ist sie unterwegs. Probe is away. All probes in position. The outer perimeter has been established. Objective complete. No movement detected in the AO. Move the mothership to the indicated coordinates and prepare to initiate loading procedures. So, hier sieht man jetzt zum Beispiel nochmal das, was ich gesagt habe, dieses kontextsensitive Bewegen. Ich kann jetzt zum Beispiel einfach hier auf dieses Gebäude sozusagen aufklicken und dann verwendet mein Mauscursor die Koordinaten von diesem, unserer Oberfläche. Und wenn ich irgendwo ins Nichts drücke, kann ich quasi selbst auch nochmal sagen, hey, du sollst bitte dahin fliegen und dann zum Beispiel nach unten oder so. Aber ich kann auch einfach auf dieses Ziel klicken. Also man kann sehr, sehr viel händisch machen. Das Spiel nimmt einem aber auch sehr viel Navigationsarbeit ab, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Für Homeworld. Mothership's assets are in stable hibernation. Status, green. The station recognizes the Karkushan. Initiating transfer. She's all yours, engineering. Confirm, command. Ich frage mich zwar, warum das Baumodul gerade hier in diesem gigantischen Pokéball ist, aber okay. Details. Hey Valentin, ne? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Jetzt kriegen wir unser Baumodul. Soll ich mit meinem dritten Ressourcencontroller da sein? So, Gruppe 1 kommen wir zurück. Das sind meine Aufklärer. Die kriegen auch noch ein paar neue Aufklärer. Ich brauche noch ein paar mehr. Und die kriegen noch ein Upgrade.
Feinde? Verdammt. Das ist natürlich alles noch gar kein Problem. Was ich aber auch dran finde übrigens, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass die Produktion von Einheiten geht während der während die Zwischensequenzen weiter. Das finde ich ziemlich cool. So. Produce additional strike craft to better defend against incoming hostiles. Eins stelle ich mal auf aggressiv. Die sollen sich bitte schön alle Gegner schnappen, die entgegenkommen. Ich soll noch ein paar mehr Einheiten bauen. Jetzt greife ich jetzt mal. So. Abfahrt! Natürlich kann man auch wieder die Formationen einstellen, die man auch aus den ersten Homeworld-Teilen kennt. Was auch tatsächlich eine strategische Relevanz hat. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt diese 10 Jäger, die ich jetzt habe, in einer das ist eine Krallenformation fliegen lasse, können die eigentlich immer alle auf den Feind schießen, der gerade vor ihnen ist. Wenn ich die jetzt aber zum Beispiel in einer Linie fliegen lassen würde, dann würden die teilweise eigene Einheiten vor sich haben und das würde eben bedeuten, dass die nicht so effizient kämpfen können. Das heißt, da muss man sich ein bisschen einfuchsen, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Und das sieht aber schick aus. So, ich mache nochmal ein paar Aufklärer. Kann man immer gebrauchen. Coming about on escort. Lead, come in. More strike craft on approach. Stay alert. Und was ihr lernen müsst auf jeden Fall, was heißt das lernen müsst, ist vielleicht auch übertrieben. Man kann zum einen pausieren, was sehr, sehr hilft, weil um zum Beispiel neue Gruppen zu bauen oder so, ihr solltet euch auf jeden Fall mit den Shortcuts auseinandersetzen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier eine Gruppe habt, zum Beispiel habe ich jetzt hier die Gruppe 1, meine 10 Aufklärungsschiffe und ich will da neue hinzufügen. Shift gerückt halten, Kasten drüber ziehen, schon hat man die beiden mit drin. Und kann sie einfach wieder hinzufügen. Das Einzige, was noch ein bisschen nervig ist, man muss sich jedes Mal dann wieder in diese Formation mit reinnehmen, muss die Formation quasi jedes Mal wieder anpassen. Und das finde ich ein bisschen meh, aber das geht wohl anscheinend nicht anders. So. Und nutzt auf jeden Fall die Pausefunktion, weil gerade wenn größere Schlachten stattfinden, ist manchmal ein bisschen unübersichtlich, was gerade abgeht. Und vor allem, ob man eigentlich gerade gewinnt oder nicht. Das finde ich immer ein bisschen schwierig bei Homeworld, genau herauszufinden. Bin ich jetzt eigentlich gut vorbereitet auf das, was kommt, oder bin ich nicht gut vorbereitet? Und später, wenn man dann mehrere Einheitentypen hat, mit denen man in einer Flotte agieren muss, dann muss man auch schauen, dass natürlich jedes Schiff die perfekte feindliche Einheit angreift. Das hat so ein kleines Schere-Stein-Papier-Prinzip. Und wenn dann plötzlich beispielsweise meine Bomber anfangen... wenn meine Bomber zum Beispiel plötzlich anfangen, feindliche Jäger zu jagen, das macht natürlich gar keinen Sinn. So, ich kann jetzt Abfangjäger erforschen und bauen, was natürlich sehr, sehr gut ist. Die sind nochmal deutlich besser, was... den Kampf gegen feindliche Jäger angeht. Deswegen erforsche ich die jetzt einmal. Confirmed aggressors are Kalan pirates. I fought them before. They're like the hit and run. Das sieht ganz gut aus. So, Abfangjäger sind erforscht. Das heißt, gleich mal 10 bauen. Ich würde 20 bauen. So, bauen wir 20. Das Mutterschiff kann sich eigentlich auch ganz gut selbst verteidigen, deswegen habe ich jetzt auch keine große Sorge davor, dass die gerade hier so nah an meinem Mutterschiff dran sind. Das sollte eigentlich gehen. Ich habe ein bisschen Angst um meine Ressourcensammler, deswegen schaue ich mal, dass ich hier die Gegner auch nicht wegzwiebel. Und meine Abfänger sind gerade im Bau. So, sieht's hier aus. Sieht man auch schön die Formationen, die fliegen. So, weg. Ist da noch einer irgendwo? Da ist noch einer. Zack, da ist auch noch einer. Ja, die ganz normalen Aufklärer kriegen die auch weg. Das ist relativ simpel. Am Anfang, die erste Mission, ist natürlich alles noch Kindergarten, was wir hier haben. Zack, unsere Abfangjäger legen mal los. Ich
Und ich kann auch direkt eine Upgrade für die Abfangjäger erforschen. Damit schalte ich eine Fähigkeit frei, womit die eine viel schnellere Feuerrate für eine gewisse Zeit haben. Das ist natürlich sehr hilfreich. Worüber man auch die Einheiten auswählen kann, ist hier oben über die Einheiten, über das Einheiten-Tab. Hier kann ich zum Beispiel sehen, dass ich 16 Aufklärer habe und aktuell 7 Abfangjäger. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, ich möchte nur die Abfangjäger haben und die kommen zum Beispiel in Gruppe 2 bei mir, dann kann ich hierüber einfach auswählen, hey, so ist meine Gruppe 2, das ist meine Gruppe 1. Und das hilft extrem. So, Gruppe 1 sind meine Aufklärer, die werden sich jetzt nur um die Verteidigung von unserem Hauptschiff kümmern. Und ich könnte eigentlich auch nochmal einen dritten Rohstoffsammler mir holen. Group 2 reinforced. Angriff! Resource control complete and ready for operation. Upgrade complete. Group 2 taking losses. So. Das ist leider zumindest aktuell noch so das Einzige, was man hört, wenn man angegriffen wird. Group 2 taking losses. Das heißt, ich kriege mit, dass irgendwie meine Gruppe 2 gerade angegriffen wird. Aber ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich gerade dabei sind, komplett zerstört zu werden. Was in diesem Fall ja nicht so ist. Oder ob sie einfach nur gerade beschossen werden. Das ist immer ein bisschen... So, ich muss noch meine weiteren Abfangjäger abwarten, bis sie fertig sind. Die sind aber gerade im Bau. Ein Drehschiff. So, dann schnappen wir uns mal. Ein Anfangjäger muss noch kommen. Der ist auch gerade noch im Bau. Sehr gut. Ihre Fähigkeit ist abgeschlossen. Das passt. Das heißt, ich kann gleich, wenn der Abfangjäger da ist, kann ich die gleich losschicken. So, Abfangjäger. Nee, noch nicht. Noch nicht alle da. Müsste ich nicht 20 Abfangjäger haben? Aber wahrscheinlich ist einer zerstört worden. Enemy Strikecraft ID'd. Check Sun Group 2 reinforced. So, wir lassen die mal kommen. Send transmission. Haben wir keine Ressourcen mehr? Wir haben keine Ressourcen mehr, die wir abbauen können. Naja. So, dann legen wir mal los. Und was ihr auch hier oben seht, ist, man darf von bestimmten Kategorien an Schiffen nur eine bestimmte Anzahl an Einheiten bauen. Und das verhindert so ein bisschen, dass man einfach nur Einheiten spammt. Das funktioniert nicht. Man muss auf jeden Fall schauen, dass man eine gewisse Kohärenz hat, was die Einheiten angeht. Und mir... werden uns das mal mit unserem Gruppe 2. Na, komm schon. Zack. Holen wir uns mal die Jäger hier unten. So, erstmal muss ich hier die Formation natürlich wieder auswählen. Die Kralle. Aggressiv. Und dann schnappen wir uns die Abfangjäger. Ach, schön, das sieht so toll aus. Wir sind aber einige von feindlichen Abfangjägern unterwegs, da müssen wir aufpassen jetzt. Aber Gruppe 1 ist ja noch zu Hause und achtet darauf, dass das Mutterschiff safe bleibt. Jetzt kann ich hier auch mal meine Fähigkeit einsetzen von meinen Abfangjägern. Und man muss meine Feuerkraft erhöhen. Ich habe einen einzigen verloren, einen Jäger. Das ist nicht schlimm, das ist nicht so schlimm. Jetzt hier drüben aus, unser Mutterschiff ist safe, das heißt, unsere anderen Schiffe können auch mithelfen. Ich habe jetzt doch schon 3 Abfangjäger verloren, die müssen wieder abproduziert werden. Der ist natürlich nicht so schön. Ich habe das Gefühl, dass meine Clown-Formation hier irgendwie nicht so richtig viel bringt, weil ich irgendwie viel immer im Kreis fliege und versuche, meine Gegner überhaupt erstmal ins Visier zu bekommen. Ich versuche es einfach mal. Jetzt ist auch meine zweite Gruppe da, meine Aufklärer, die helfen dann ein bisschen, das sollte passen eigentlich. Das ist alles ja easy noch, was wir hier haben. Das Spiel wird später auf jeden Fall deutlich schwerer.
Also ich bin jetzt gerade in Mission 7, glaube ich, oder so. Und da war es schon ganz schön happig am Ende. Da hat man schon viel zu tun. Und gerade wenn man so gegen etwas größere feindliche Schiffe kämpft, wie zum Beispiel so ein Trägerschiff, das ist schon ein bisschen komplexer. Vor allem, wenn man keine richtig krassen Schiffe hat, die mit so feindlichen Trägerschiffen und sowas gut den Boden aufwischen können. So. Zack. Abfangjäger sind jetzt wieder da. Die, die ich verloren habe, wurden neu produziert. Können also direkt in den Kampf eingreifen. Perfekt. Und jetzt schnappen wir uns hier das feindliche Trägerschiff. Man kann auch immer mit F die Kamera auf eine Einheit fixieren. Jetzt folgt quasi meine Kamera immer meinen Abfangjägern. Das finde ich auch sehr, sehr hilfreich, wenn man einfach gerade mal ein bisschen genießen will, was eigentlich abgeht und ein bisschen gucken möchte, was denn eigentlich gerade so eine bestimmte Gruppe eigentlich tut. Die schmeißen einmal wieder ihre Boost an. Und hier merkt man schon, dass ich gerade noch keine Bombe oder sowas habe, weil dieses Trägerschiff ist relativ stark gegen Abfangjäger. Und die Abfangjäger machen nicht so super viel Schaden gerade, aber es sollte eigentlich irgendwie gehen. Bauen wir ein paar mehr, ne? Masse hilft manchmal. Ich habe ja gerade noch ein bisschen Geld, das soll passen. Mein Mutterschiff ist geschützt. Ja, da ist nichts, alles easy. Ja, ja, ich baue schon welche, keine Sorge. Immer dieser Stress. Aber aktuell sieht es eigentlich ganz gut aus hier. Das ist alles machbar. Was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, hier oben sieht man immer, wie viele Credits man noch hat und darunter, wie viele Credits gerade ausgegeben werden. Das heißt, wenn die rote Zahl irgendwann mal größer ist als die gelbe da oben und die schwarze in dem gelben Kasten, bedeutet das ganz einfach, dass man nicht mehr alles bauen kann, was man gerade in Produktion hat. Und das macht es sehr, sehr übersichtlich, wie viel man gerade noch bauen kann und wie viel eigentlich nicht. Angriff. So, meine Abfangjäger kümmern sich jetzt mal komplett um die das Trägerschiff. Meine kleineren Aufklärer können sich auch ganz schnell hier um die beiden Jäger, die hier noch rumfliegen, kümmern. Das ist kein Problem. Wir müssen aber diesen Carrier, dieses Trägerschiff, irgendwie loswerden. Das heißt, da schieße ich jetzt ein bisschen drauf. Und dann gucken wir mal. Clown-Formation, so, meine Lieblingsformation, ich weiß auch nicht genau warum. Ja, haut doch ab. Verschwindet! Und weg ist er. The Raider Carrier is withdrawing. Typical. They're fleeing to lick their wounds. So, wir schicken einmal alle zurück, um die zu reparieren. Aber ich glaube, wenn ich dann in die nächste Mission starte, ist eh wieder alles repariert. Also muss ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt wieder docken, aber wer weiß. Mission Objectives complete. Mission erfolgreich! Das war doch einfach. The Mothership's production assets have been installed and are now operational. Engineering is working hard to integrate new production modules, but for now, current shipbuilding options remain limited. The Kalan Raiders we encountered are the last remnants of a Tidani vassal state. So it's no surprise that they still hate us, that their carrier was an older, obsolete design. Obsolete or not, hyperspacing through a solid object, that shouldn't be possible. How did they learn to do that? We have to assume the worst. That whoever is orchestrating the hyperspace attacks and the anomaly are outfitting and enhancing these raiders to stop us. We need to get to the Noctua 27 system as fast as possible. If we can access the Kessera gate, I should be able to get us to our destination undetected. Optimal strategy, Command. Well done. And I was impressed to see you getting a handle on combat. You had me worried after that first encounter. I'm still struggling with it all. The losses, but I don't want to forget them. May the burden remain. Sorry? It's an old Pactu saying. Even in victory, there is loss.
forget that is to forget them. May the burden remain. May it remain. I'm plotting a course to cross the Great Boreal Sea in a single jump, setting quantum waveform damping fins to maximum. Standby. Falls ihr noch nicht gecheckt habt, Imogen, unsere Hauptcharakterin hier, ist sozusagen ein menschlicher Bordcomputer oder menschliche Navigatorin und Steuerung von dem großen Mutterschiff. Und das ist quasi die Art und Weise, wie sie durch den Hyperraum navigieren. Focus, child. Bend hyperspace to your desires. This must be neural failure. Multi-reality personality reintegration. Impose your will. Open the door. Open the door. Open the door! Focus, Imogen. Jetzt kommen wir in ein Level, das, glaube ich, auch oft gezeigt worden ist, um so ein bisschen zu verdeutlichen, wie krass groß denn die Kampffelder sich sozusagen anfühlen, dadurch, dass man hier so riesige Schrottdinger hat. Jetzt zeige ich aber gleich nochmal was. It keeps taking me by surprise, but I should be able to iron it out with the next jump. Understood, Command. Keep me in the loop. Receiving. So, ne? Ich glaube, aber ich weiß nicht, ob es genau diese Map war, aber eine ähnliche Map zumindest. Initiating diagnostic scans. Sieht natürlich wahnsinnig beeindruckend aus mit diesen riesigen Trümmerfeldern hier und so weiter. Das finde ich wahnsinnig schön. Deliberately sabotaged. Three gate control modules, or GCMs, have been disconnected. All three must be reconnected to charge the primer and ignite the gate. The first GCM is located here. Use resource controllers to connect this gate control module. Genau, um jetzt dieses Sprungtor hier benutzen zu können, müssen wir jetzt mal reparieren. Und das ist jetzt meine Aufgabe für diese Mission. Und wir scouten erstmal ein bisschen. Und jetzt haben wir natürlich weiterhin hier unsere Einheiten aus der letzten Mission. Wir haben hier unsere Kundschafter und unsere Abfangjäger. Ich werde aber wieder in eine Dingens bringen muss. Recommend deploying strike craft to interface with a data spire immediately. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwas sehen. Noch nicht, das ist gut. Das heißt, wir schicken unser Mutterschiff mal ein bisschen nach vorne. Damit wir das ein bisschen besser schützen können und unsere Ressourcensammler ein bisschen nach da vorne kommen können. Na, lassen wir das hier. Ah, nur, hier war gerade ein Gegner. Wo ist denn der hin? Sind schon automatisch abgeschossen? Ravenflight. Signal is consistent with ships flying in close proximity to terrain structures. Vielleicht hier drin? Und hier ist auch alles befliegbar sozusagen. Also ich könnte jetzt Einheiten hindurchschicken durch dieses Loch hier und bis zu der Mitte von diesem Trümmerfeld hier fliegen lassen. Und das finde ich ziemlich geil, weil es viele Möglichkeiten ergibt, sich an feindliche Einheiten zum Beispiel ranzuschleichen oder Schwachstellen gezielt auszunutzen und so. Das finde ich wahnsinnig intelligent und macht sehr, sehr viel Spaß. Allerdings ist es auch immer sehr, sehr beschränkt, ne? Wie dieser Tunnel hier beispielsweise. There's no way for us to get to Noctua 27. Ready to copy. Any ship can interface with data spires. Move a unit into close proximity to enable capture. So, wir sammeln jetzt hier Data Spire, ne? Die wir nach oben lieber, bevor du unten abhängst. So. Wir nehmen jetzt hier diesen Datenturm ein, das ist quasi wie so ein Checkpoint, wenn man so möchte. Zack. Data Spire captured. Stand by for sensor integration. And data spire. Und schon sind wir mit. Entschuldigung, bitte. Nice hack, Command. Na gut. Thanks, Intel. So. Und jetzt haben wir hier eine größere Range, was unsere Sensoren angeht. Das gilt aber nur, solange wir auch wirklich diesen Data Spire haben. Jetzt schnappen wir uns mal dieses Modul hier.
Na, natürlich kommen die Gegner. Das war zu erwarten. Heute. Entschuldigung. Or Kalen Raiders detected. Engage and destroy. We must protect our assets. Be advised. So, Angriff. Zum Glück bin ich direkt schon da und kann die einfach wegschießen. Gar kein Problem. Das sollte schnell gehen. So, alle weg. Recommend caution. Haben wir mehr Gegner? Nee, ne? Da kommen noch ein paar, aber auch die sollten eigentlich kein Problem sein für meinen Abfangjäger. Wie man hier sieht, gar kein Problem. Group 1 ist in trouble? Ah, hier sind noch mehr. Okay, so. Wir haben hier jetzt dieses Steuerungsmodul, was wir brauchen. Ich glaube, ich muss dafür einen Ressourcensammler hinschicken, um das Ding zu holen. We need to secure both the data spire and first GCM before advancing. Bergen. So, komm her. Ich habe ein paar Einheiten verloren, aber nicht so viele. Also alles entspannt. Jetzt kommt unser Ressourcencontroller und sammelt das Ding ein. Ach, schön. Schön, schön. Als ich das erste Mal die Videos gesehen habe von Homeworld 3, hatte ich wirklich Schiss, dass es mit der Steuerung nicht funktioniert, weil es wirklich einfach was komplett anderes ist, in einem dreidimensionalen Raum zu navigieren, als in einem zweidimensionalen. Aber ich muss sagen, sowohl das exzellente Tutorial, als auch die, wie die ganze Kontrollmechanismen gedacht sind, funktioniert hervorragend. Ich bin wirklich extrem begeistert davon. Kommt super schnell rein. Und selbst wenn man ein bisschen braucht, ne, kann man ja trotzdem immer noch, ne, in Pausemodus gehen und darüber einfach navigieren. Das geht dann total easy. Gate control module online. Primer sequence start. 7% in holding. So, wir haben das erste Modul gefunden. Jetzt müssen die anderen beiden natürlich noch finden. Ach Leute, das ist manchmal ein bisschen dumm, dass die Ressourcencontroller machen manchmal, was sie wollen, weil sie immer darauf eingestellt sind, zum nächsten Ressourcenpunkt quasi zu fliegen, und dann fliegen die manchmal einfach so gegnerische Flotten rein. Das ist natürlich dumm. So, dann ist der nächste Control Node. Wir schnappen uns einmal diese Gegner hier. Unser Mutterschiff kann auch mal ein Stück nach vorne gehen. Wir scouten hier mal ein bisschen. Ich will ja nicht in irgendwelche Probleme reinfliegen. Wir machen hier auch mal unsere Spezialfähigkeit an, damit wir hier ein bisschen schneller Gegner wegschießen können. So, und jetzt können die nämlich auch wieder loslegen und hier Ressourcen sammeln, weil da hinten dürfte jetzt eigentlich nichts mehr sein. Mutterschiff ist unterwegs. Das sollte man auf jeden Fall immer in der Nähe der eigenen Flotte haben, weil wenn das irgendwann mal angegriffen wird, das kann sich bis zu einem bestimmten Punkt kann sich das wehren, aber jetzt auch nicht mega krass. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, habe ich noch irgendwas, was ich bauen und erforschen kann? Nein, aber ich kann mein Mutterschiff aufwerten. Das mache ich natürlich. Jetzt checken wir einmal kurz, ob hier noch irgendwo was ist mit unserem Scout-Trupp. Und ansonsten baue ich mal... Ich baue noch mal ein paar Abfangjäger. Ja, 4 kann ich noch bauen, dann ist quasi meine Kapazität von Abfangjägern erschöpft, aber ich glaube, das wird ja noch reichen. Das sieht gut aus. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben, irgendein feindliches Schiff oder so. Sonst holen wir jetzt hier den zweiten Kontrollknoten noch. Schöner Soundtrack, schöner Soundtrack. Was wir hier haben. Genau, es lernen wir so ein bisschen mit Deckung umzugehen, weil hier natürlich jetzt diese sehr gut platzierten Trümmerteile herumfliegen. Daran können wir uns jetzt ein bisschen anschleichen mit unseren Abfangjägern.
Use terrain elements as cover. Sending US to primary. Ships in passive or neutral stance will use cover as much as possible. Und so kann man sich hier so ein bisschen an feindliche Schiffe ranschleichen, wenn man möchte. Aber es funktioniert mit kleineren Flotten ganz gut, aber jetzt auch schon hier mit 30 Einheiten. Da sieht man schon, ja, die können sich da anschleichen, aber die sind jetzt nicht so, dass sie da komplett hinterstecken. So, dass sie quasi nicht beschossen werden können. Das funktioniert eigentlich ganz gut. So, jetzt müssen wir uns hier um diese Raketenfregatte kümmern. Die ist schon ein bisschen stärker. Das ist schon, Fregatten sind quasi schon der dritte Größeneinheit von Schiffen. Es gibt Strikecraft, das sind quasi die ganz normalen Jäger, die wir jetzt hier haben. Es gibt Korvetten, es gibt Fregatten und ich glaube, da drüber sind dann so Carrier und sowas. Und man merkt schon, dass wir hier eine Fregatte auf jeden Fall haben. Da sind unsere Jäger doch ganz schön schwach auf der Brust gegen, aber mit 30 Stück, sondern jetzt noch 29, sollte es auf jeden Fall gehen. Und die hat auch keine Verteidigung, das heißt, die muss ich ewig lang drehen, bevor sie überhaupt Jäger von mir anvisieren kann. Und deswegen sollten wir die eigentlich ganz gut wegkriegen. Es ist halt immer so, dass man bestimmte Einheiten hat, die besonders gut sind gegen andere Einheiten. Beispielsweise gibt es Fregatten, die besonders gut gegen Jäger sind. Es gibt aber auch Fregatten, die besonders gut gegen Großkampfschiffe sind. Und man muss immer die richtigen Einheiten für die richtigen Zwecke sozusagen haben, um da erfolgreich zu sein bei Homeworld. Resource-Controller to the location indicated. So, jetzt haben wir wieder einen Ressourcen-Controller. Zack. Der holt sich hier die nächste, das nächste Modul. Wir können da hinten nochmal hin, die sind noch ein paar Ressourcen eigentlich. Aber eigentlich brauche ich auch gar nicht mehr Ressourcen gerade. Ich habe 10.000 Credits, das sollte eigentlich ausreichen. Ich kann nochmal einen Abhängiger bauen. Interceptor production complete. Group 2 reinforced. Group 2 reinforced. Move complete. Interceptor holding. So, wir bergen hier das nächste Modul, das nächste Dockmodul und dann müssen wir nur noch eins holen und dann ist quasi eine Mission erfüllt. Das machen wir, würde ich sagen, noch und dann komme ich zum kleinen Fazit fürs Erste. Aber ich kann schon mal sagen, ich habe jetzt, wie gesagt, so ungefähr 10, 15 Stunden gespielt und bisher macht mir das Spiel sehr, sehr viel Spaß. Es hat seine Schwächen. Ich hatte auch noch mit ein paar Bugs zu kämpfen, aber nichts, was jetzt irgendwie alles kaputt gemacht hätte. Ja. Und dementsprechend bin ich, was das angeht, auch noch sehr happy damit. Und es spielt sich tatsächlich sehr, sehr gut. Bevor ich am meisten Angst hatte, dass man irgendwie nicht in die Steuerung reinkommt oder so. Aber das funktioniert wirklich hervorragend. Dementsprechend ist das alles super. Die Story holt mich jetzt bisher noch nicht ganz so ab, weil sie, wie man eben gerade hier schon gesehen hat, sehr, sehr so ein bisschen mysteriös, esoterisch und so weiter ist. Und man noch nicht ganz genau weiß, in welche Richtung sich das Ganze dann bewegen soll. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch noch nicht super viel Zeit in der Kampagne drin. Ich bin jetzt gerade in Mission 6 oder so. Und dementsprechend, ja, kann ich dazu jetzt der Gesamtstory sozusagen noch nicht viel sagen. Aber bisher ist es auch sehr, sehr schön abwechslungsreich. Man hat mit unterschiedlichen Dingen zu kämpfen. Es kommen neue Gegnerklassen, die immer dazukommen, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Und man bekommt auch neue Einheitentypen, die man dann im Laufe des Spiels natürlich freischaltet. Und das überfordert einen aber auch nicht sofort. Das finde ich ganz gut. Und dieses Level von Sabotage würde mir Wochen zu arbeiten. Sind diese Raiders bekannt für ihre Technologie? Nicht wirklich. It's been my experience that Kalen Raider's science policy is to hit a new piece of technology till it doesn't. So, reparieren wir mal ganz kurz ein paar der Abfangjäger, weil die sind ziemlich im Arsch. Und meine Aufklärer gucken einmal, was ich hier um den nächsten Punkt hier finde. Weil das müssen wir gleich wieder einsammeln. Was ich noch sagen wollte ist, die Maps sehen relativ groß aus. Oh, hallo, was ist denn hier los? Sehen relativ groß aus, sind aber eigentlich gar nicht so riesig. Meistens ist es tatsächlich so, dass man halt so ein paar so größere Trümmerteile hat und die dann ein bisschen was herum passiert. Aber sie fühlen sich dann doch kleiner an, als man eigentlich auf den ersten Blick denkt. Das ist erstmal nichts super Schlechtes, aber es ist so ein bisschen
mehr Schein als Sein, sage ich mal. Man hat wirklich das Gefühl, es ist ein riesiges Spielbrett, auf dem man hier seine Figuren sozusagen entlang schiebt, aber eigentlich ist es das gar nicht. So, habe ich die jetzt hier getötet? Sieht so aus, ja. Na, ihr wollt mal wieder online einkaufen? Dann nutzt doch einen unserer vielen Affiliate-Links unter rbtv.to/affiliate. Dann bekommen wir eine Provision von eurem Kauf und ihr müsst keinen Cent mehr bezahlen. Ist doch klasse. Also, denkt an die Affiliate-Links. Final active control module. Secure the area and dock the GCM. The mothership must be relocated to this position for gate entry. So. Ich habe zwar ein paar der Einheiten wurden schon repariert, aber nicht alle. Ich habe auch wieder ein paar von hier verloren. Strike-craft flybys, followed by rear and flank attacks. Meine Kundschafter haben hier so ein paar Einheiten auf jeden Fall im Visier. Hier sind zwei Raketenfregatten, drei Raketenfregatten. Dafür kriege ich jetzt Bomber. Und mit diesen Fregatten kann es kommen. Die müssen natürlich auch erstmal erforscht werden, die Bomber, aber sobald die erforscht sind, kann ich die bauen. Und damit kann ich diese Fregatten hier viel, viel besser bekämpfen als mit meinen Abfangjägern, die ich bisher noch hatte. Die werden gerade repariert, mein Abfangjäger. Sind auch gleich, glaube ich, alle wieder da. Alle wieder da. Ich müsste jetzt nicht auf Bomber gehen, um die Fregatten hier fertig zu machen, weil es sind auch nur drei Stück und die kriegt man auch so ganz gut weg. Aber ich mache es mal, um euch so ein bisschen zu zeigen, wie das mit den Bombern sozusagen funktioniert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und weil es auch eine Aufgabe von mir ist, ein Missionsziel, mehrere Bomber zu bauen. Und ich kriege auch direkt das Tarn-Upgrade. Während meine Scouts hier weiterhin unten in diesem Loch drin sitzen und einfach nur scannen. Das ist ihre einzige Aufgabe gerade. Scannen, wo die Gegner sind. So, hier ist mein erster Bomber. Da ist das schöne Stück. Wir warten jetzt mal, bis die ganzen Bomber da sind, dann schicke ich die ganzen los. Dann werden meine Abfangjäger so ein bisschen für Ablenkung sorgen und die Bomber werden schön reinwemsen. So einfach ist es. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie viel Erfahrung ihr so mit Homeworld habt, liebe Leute. Ob ihr Fans der Serie seid, ob ihr euch auf Homeworld 3 vor allem freut. Weil ich habe Homeworld 1 und 2 gespielt, aber erst jetzt mit dem Remake und war wirklich Feuer und Flamme. Und kann gar nicht so richtig nachvollziehen, wie es eigentlich damals war, als es rausgekommen ist. Und dementsprechend, ja, freue ich mich über eure Meinung. Und ich werde wahrscheinlich auch nochmal irgendwann den War-Mode austesten. Wenn ihr also Bock habt, den War-Modes mal zu spielen, dann schreibt mir auch. Schreibt am besten ins Forum, dann kann man vielleicht da mal ein paar Matches organisieren. Der War-Mode, für alle Leute, die es noch nicht gesehen haben, der war jetzt, glaube ich, auch in der Beta verfügbar, ist so eine Art Roguelike-Modus, der mehrere kleinere Missionspakete aneinander reiht, die aber jetzt keine eigene Story oder sowas haben. Und die, ja, so ein bisschen wie so ein Roguelike-Modus funktionieren, wo man also die Mission nacheinander abschließt, man kriegt dann Verbesserungen und das macht man so lange, bis man stirbt. Und dann ist die Serie quasi vorbei und man kann dann neue Sachen freischalten, man kann seine Flotte anders anmalen. Solche Sachen. Wer übrigens Homeworld Purist ist und sich aufgeregt hat, dass das Mutterschiff so quer ist und nicht hochkant, wie das klassische Mutterschiff, der wird sich freuen über diese Eigenschaft vom Mutterschiff. Es kann sich natürlich auch wieder in die normale Position drehen. Oder in die Position, die ihr gerne hättet. Ich muss sagen, ich finde aber das flache Design echt ganz cool. Auch wenn das natürlich etwas ikonischer ist, sag ich mal. Aber ich finde das flache Design besser. Umdrehen.
So, wir warten, bis unsere Bomber fertig sind und dann machen wir hier den finalen Angriff auf die nächste, nächsten Kontrollpunkt. Und auch da werden wir es wahrscheinlich so machen, dass ich die Bombe erstmal hier reinfliegen lasse und dann hier von unten quasi so rausspringen lassen kann, um die Fregatten zu erledigen. Schauen wir gleich mal. Wir brauchen noch 7 Stück, dann ist das fertig. Meine Jäger sind hier bereit. Die werden gleich nach oben schwimmen und so ein bisschen für schwimmen, sag ich schon. Fliegen, um so ein bisschen für Ablenkung zu sorgen. Und dann kommen die Bomber und pow! Geben den voll eins rein. Das ist der Plan. Wo sind eigentlich meine Ressourcensammler? Die sind noch hier am Sammeln fleißig, ja? Seid ihr noch am Sammeln? Ja, seid ihr. Ihr seid überhaupt nicht am Sammeln. Achso, weil ihr... die haben ja gerade das andere Kontrollmodul bewegt, deswegen sammeln die gerade nicht. Genauso wie der da. Die Bomber sind gleich ready. Das ist sehr gut. 3 Stück fehlen noch. Und dann kann ich loslegen. Und hoffen, dass dann dieser letzte Angriff hier gut funktionieren wird. Aber ich denke mal, das sollte passen. Sind wir hier angegriffen? Oh. Ja, ja, sind schon unterwegs. Sind schon unterwegs, keine Sorge. Meine Abfangjäger sind schon unterwegs. Ein Ressourcensammler wird angegriffen, das gibt's doch nicht. Absolute Frechheit. Eine absolute Frechheit. So, die Bomber sind fertig. Die nehmen wir natürlich direkt. Gruppe 3 ist das. Zack. Wir werden jetzt einmal ganz kurz die feindlichen Jäger noch fertig machen, damit die nicht für Stress sorgen weiterhin. Wenn ich auf den Sack gehen. Na komm, Leute. Würdet ihr bitte einmal. Schön. Und währenddessen können meine Bomber hier schon einmal unten reinfliegen. Die gehen mal in eine Linienformation, damit sie ein bisschen kompakter sind gerade fürs Erste und da gut durchpassen. Währenddessen ist meine Abfänger sind langsam fertig mit denen, glaube ich. Einer noch. Abfänger haben alles erledigt, sehr gut. Die Abfänger kommen wir nach hier oben. Die Jäger sind jetzt hier schön in so einer Linienformation und werden dann gleich nach oben ab hochspringen sozusagen und dann die Fregatten killen. Aber erst wenn meine Interceptor da sind. So, gib mal Gas ein bisschen, Jungs. Und die Bomber haben natürlich auch eine Spezialfähigkeit und zwar ist es in diesen Altarnen. Die können sich für feindliche Sonden tarnen, was natürlich sehr hilfreich ist. Wobei ich diese jetzt gerne. So, jetzt können eigentlich mal meine Bomber loslegen. Gehen in eine entsprechende Formation und gehen jetzt mal hier hoch. Weil die Fregatte hat sich gerade umgedreht zu meinem Anfang gegangen, ist hier gerade allein unterwegs. Das heißt, die Bomber können jetzt hier schön hochfliegen und der schön einen mitgeben. Da fliegen die Torpedos. Und schon ist sie weg. Und das machen wir natürlich genauso direkt weiter. Strikecraft are getting hit hard. Recommend we research a hull integrity upgrade and give our pilots more time in battle. Jetzt gehen wir noch ein Upgrade freigeschaltet für unsere Abfangjäger, ist auch nicht schlecht. Und währenddessen greifen meine Bomber hier die nächsten 2 Fregatten an. Bam, Nummer 1 ist weg. So schnell geht das, ohne Verluste bisher. Drehen wir uns auf Nummer 2 ein, da fliegen die Torpedos. Zack. Noch eine Salve, dann müsste das Ding weg sein. Oh, 2 verloren, gibt's noch nicht. Meine Abfangjäger sind cool, die haben alles erledigt. Ich kann eigentlich direkt nochmal einen Resource Controller holen, um hier das Kontrollding hier zu holen. So, das haben wir geschafft. Die Fregatten sind weg. Also ich kann jetzt mein Mutterschiff hier nach oben holen. Kann mit meiner Gruppe 2 hier mal diesen Datenturm einsammeln. Und dann habe ich hier eigentlich eine ganz gute Basis. Und kann hier
die Mission nicht abschießen, liebe Leute. Das ist doch schön. Ach ja. Es sieht einfach schick aus. Das muss ich noch einmal sagen. Es sieht einfach verdammt sexy aus, dieses Spiel. Das kann ich nicht anders sagen. Vor allem halt natürlich für Fans von Raumschiff-Strategiespielen. Die werden sich natürlich besonders freuen über dieses wunderschöne Spiel. Nein, du. Ja. Man muss sich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, so ist es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass das sofort richtig gut funktioniert. Man muss ein bisschen ankommen, aber ich finde, wenn man so zwei, drei Missionen gespielt hat und gerade, wie gesagt, die ersten Missionen, die sind alle so Reinkommer-Missionen, dann kommt man da sehr, sehr gut ran an die Steuerung und hat auch schnell das Gefühl, dass man die komplette Beherrschung über die Einheiten und über das hat, was man eigentlich gerade macht. Und das ist ja immer das Wichtigste bei so Strategiespielen. Placing the last GCM will put the gate back in operation. So. And we can use it to jump directly to Noctua 27. Gleich können wir landen einmal mit unseren Bombern, damit die repariert werden. Die brauchen wir jetzt ja akut noch nicht. Eine Abfangjäger kann auch mal kurz landen. Damit die auch repariert werden. Wir wollen ja schließlich nicht viel mehr verlieren, ne? Ach ja, schön. Wir nehmen jetzt hier gerade das letzte Modul, setzen uns hier ein und dann ist das Gate aktiv und wir können weiterfliegen. Unsere weitere Mission nachgehen. Ist das nicht schön, Leute? Ja, das ist GCM locked in. Mission completed. Command, activate gate when ready. Send message. Jetzt kann wahrscheinlich noch ein gegnerisches Schiff. Wenn ich mich richtig erinnere. Das werden wir noch schnell wegschießen können. Preparing transit protocols. Wait. Short jump hyperspace signature detected. I felt this waveform before. It's another raider carrier. This is Pack Leader Baldrokar. I have demands of you, Sage. Who? You. The one who fights for your quantum witch. Enough riddles. If you want to negotiate, stand down. No negotiations. Only truth. So, und dann müssen wir jetzt noch das Freibeuter-Trägerschiff besiegen. Das ist natürlich gar kein Problem für uns. You will leave here, Giant. Leave the guard's gate shut. Sind alle meine Einheiten hier draußen? Jo, wir sind alle repariert. Fantastisch. So, komm mal her, ja. Where Higarans go. Only death follows. Wir gehen natürlich erstmal wieder mit unseren Abfangjägern, die hier die feindliche Eskorte ausschalten. Und dann mit den Bombern werden wir hier den Kommandoträger relativ gut wegkriegen, glaube ich. So, wir warten erstmal kurz ein bisschen, bis ich meine Bomber losschicke. Weil ich will nicht so viele Bomber direkt verlieren an irgendwelche feindlichen Abfangjäger. Da habe ich ein bisschen Schiss vor, deswegen müssen unsere Abfangjäger hier erstmal ein bisschen freiräumen den Weg und dann schicke ich die Bombe los. So, jetzt kann ich die Bombe losschicken. Ich könnte jetzt tatsächlich mit den Bombern auch noch ein bisschen navigieren. Ich könnte sie zum Beispiel erstmal hier hinter schicken und sie dann von oben den feindlichen Carrier angreifen zu lassen. Hier ist auch noch eine Salvenfregatte, die muss ich jetzt erstes eigentlich ausschalten, weil die ist besonders stark gegen meine Jäger. Das heißt, ich schnappe jetzt erstmal die, gehe mal in Tarnmodus. Und schnapp mir die beiden hier erstmal, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Und ich baue direkt ein paar Bomber nach. So, da fliegen unsere Bomber los und schicken hier Torpedos in die Salvenfregatten. Das funktioniert hervorragend. Meine Abfangjäger haben, glaube ich, mit den feindlichen Jägern auch schon kurz einen Protest gemacht. Yo, gar kein Problem. Dann schnappen wir uns jetzt hier die beiden Fregatten und dann ist das Trägerschiff so gut wie vernichtet. Na kommt schon, Leute. So, die beiden Fregatten sind weg. Das heißt, unsere Bomber können jetzt auf die Kommandoträger gehen. Also Jäger sind zwar gerade ziemlich hart verwickelt hier in einem ziemlich krassen Kampf, aber das geht trotzdem, glaube ich, alles.
Und das meinte ich vorhin mit ein bisschen mit Übersicht behalten. Das ist nicht so einfach, wirklich zu sehen, ob man jetzt gerade gewinnt oder nicht, ne? Das, was ich vorhin gesagt habe, ich baue einfach noch mal ein paar Abfänge hier, sicherheitshalber. Weil man sieht hier, ist es relativ viel los. Ich sehe zwar, dass ich Einheiten verliere, ich weiß aber gerade auch nicht ganz genau, wie viele gegnerische Einheiten hier beispielsweise sind, wie viele genau da sind. Und vor allem auch nicht, wie viele, von welchem Typ sozusagen. Aber das könnte ich theoretisch rausfinden, indem ich einfach pausiere und das mir einzeln angucke. Aber das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu frickelig. Das Ding werden wir schon so wegkriegen. Unsere Mission ist ja, das, den Trigger zu zerlegen. Und da können sich jetzt unsere Bomber drauf konzentrieren und die werden hier schon schön wegschmelzen. Guckt euch das an. Schön! Moment, deswegen kann ich mal ganz kurz mehr Abfang hier holen. Bomber schnappen sich hier die, das Trägerschiff, das ist gleich weg und dann sollten wir die Mission auch geschafft haben. Bam! In your face. Schön, schön, schön. So, meine Bomber müssen jetzt ganz schnell zurück, weil die haben jetzt hier gerade nichts mehr zu finden, was sie angreifen können. Alert! Strikecraft taking Und ich schicke auch mal ganz kurz meine Abfänge hier zurück, die sind nämlich fast alle tot. Und das ist natürlich nicht so schön. Deswegen muss ich jetzt ganz schnell noch mehr Abfänge hier bauen, damit ich hier ein bisschen irgendwie ankämpfen kann. 11 Abfangjäger, 10, das ist nicht so geil. So, Bomber. Zack. Ich lock die mal ein bisschen zu meinem Mutterschiff, weil ich glaube, dass unser Mutterschiff ganz gut da kämpfen kann. Ein bisschen mithelfen kann. Ja, die wollen nicht, oder? Die haben ein bisschen Schiss. So, eine Gruppe 1, die müssen auch kurz zurück. So, meine Abfanghäher sind wieder unterwegs. Die stürzen sich jetzt hier mal auf die Gegner und werden mal von meinen Kundschaftern unterstützt. Dann sollten wir die hier eigentlich ganz gut wegkriegen. Und das Mutterschiff kommt auch mal ein bisschen nach vorne. Group 2 reinforced. Mothership. So, das sieht doch gut aus. Ja, das sieht doch easy aus. Guckt euch das an. Hier sieht man auch nochmal ganz genau, wie viele gegnerische Einheiten hier sind. Sie sind noch 6 oder 7. Das sollte also als machbar sein. Und das war's. Na also. Sensors clear. Und damit haben wir die Mission, glaube ich, jetzt erledigt, liebe Leute. Ist das nicht schön? Ach, schön, schön. Gucken uns die nächste Zwischensequenz noch an und dann würde ich sagen, ist gut für heute. Dann ist das ein erster guter kleiner Einblick in Homeworld 3. You have each just received a mission briefing. Contained within are the most up-to-date details about this morning's hyperspace attacks. Nothing is redacted, because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Karen Sajet and the Fifth Fleet's mission. Discover the source of the anomaly and stop it once and for all. I know we were expecting a simple shakedown cruise. Many of you are feeling overwhelmed, doubting yourselves. But ask yourselves this, Fleet. How does doubt stack up to Higaran training? Where does doubt hide in the most advanced mothership ever created by Higaran hands? And who would follow a course laid by doubt when we already have the finest navigator of our generation? I have no doubt. We will succeed. Intel out. D
Do you truly believe that, Isaac? Believe what? What you just told the fleet. Out there, in battle, doubt can kill you just as fast as hard vacuum. They need you to bury yours, so they can overcome theirs. So, we lie to them? Whatever it takes to complete the mission. We have orders. Bum bum. Springen wir ins neue System. Ach ja, liebe Leute. Damping fins to gate transit configuration. Und ich würde sagen, mit diesem Bild unseres ziemlich angeschlagenen Mutterschiffs verabschiede ich mich bei euch, liebe Leute. Es war mir eine große Freude. Wenn ihr Bock habt auf mehr Homeworld 3, dann schaut zum einen einmal rein in den Game Talk. Da müsste ich jetzt eigentlich drin gewesen sein, je nachdem, wann dieses Video rauskommt und meinen ausführlichen Bericht über Homeworld 3 abgegeben haben. Oder schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr mehr von Homeworld 3 sehen wollt, dann wird da sicherlich Anton und ich das auch möglich machen können, wenn da genug Leute sagen, yo, machen wir, lasst auch gerne ein Like da und einen Daumen hoch. Darüber freuen wir uns natürlich am meisten. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch viel Spaß mit Homeworld 3, wenn ihr es selbst spielen wollt. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen War-Mode-Action, dann schreibt einfach ins Forum. Ich würde mich freuen, dann können wir vielleicht mal ein bisschen zusammen zocken. Dann würde ich sagen, ja, wir hören uns an anderer Stelle und Steffen out.